Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Basisqualifikationsprüfung für die Industriemeister aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2011 und zwar Frühjahr. Die Aufgabe, die gerechnet wird, ist die Aufgabe 5. Und bei der Aufgabe 5 handelt es sich um einen Kran, der die Masse von 800 Kilogramm in einer bestimmten Zeit bewegen soll. Gesucht wird am Ende die Drehzahl der Seiltrommel und die Leistung, die der Antrieb erbringen muss. Wir machen uns wieder eine Skizze. Eine Seiltrommel von Durchmesser 800 mm. Hebt eine Masse von M gleich 800 Kilogramm an. Dabei wird diese Masse um einen bestimmten Weg H gleich 9,6 Meter in einer bestimmten Zeit T gleich 16 Sekunden nach oben aufgewickelt. Die Frage, die hier gestellt wird, ist, welche Drehzahl N hat diese Seiltrommel? Also gegeben, gesucht, siehe Skizze, und hier ist die Drehzahl N. Zum A, zum